So, jetzt nur noch schnell wieder auf der Baustelle hier. Jeder Mann vertrennt mal. Alter! Was ist das denn? Mensch, das scheint ein geiler Scheiß. Das scheinen die Preise für die Tombola zu sein. Ich glaube, das könnt ihr gewinnen. Aber nur, wenn ihr hierher kommt am 17.12. zu Albrecht Gartentechnik. Aber ich glaube, werdet viel besser erklären kann, was hier alles steht, ist Maxi, oder? Genau, und der kommt gleich. Maxi! Hallo auch von mir, ich bin Max, möchte euch was vorstellen, was wir am 17.12. mit euch so vorhaben. Ne? Bei uns findet ein Weihnachtsmarkt mit einer anschließenden Tombola statt. Wie ihr schon seht, haben wir hier alle unsere Preise aufgebaut, die wir zu verlosen haben, plus noch zusätzliche, die einfach noch nicht eingetroffen sind. Zum Beispiel haben wir hier ein Sabo Akkurasenmäher, 40 cm Breite. Dasselbe auch nochmal 40 cm mit einem Benzinmotor, Briggs & Stratton. Dazu kommt ein Akku-Laubbläser von Sabo mit Ladegerät und Akku dazu. Unser Werbepartner Makita spendiert uns ein Akkuradio mit Netzteil. Als Hauptpreis kommt dann die Husqvarna 45 iXP mit Ladegerät und einem großen Akku 300 dazu. Was haben wir noch Schönes? Ein Akku-Rasenmäher von Honda mit Stahlgehäuse, Ladegerät und Akku. Ein super Highlight für jeden Baumkletterer, der First Helm mit Affenvisier. Die Top-Händelsäge mit Akku, Ladegerät und Gürteltragetasche von Igo. Als Werbepartner zusätzlich für alle Benzinmotoren haben wir die Firma Liquimolli, die uns mit Öl und Merchandise-Artikel versorgt. Ja, ich würde sagen, das sind ja mal mega geile Preise. Dazu kommt noch der DL Cortez, gespleist von Sean, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Genau. 45 Meter, dann kommen von Arbortech noch Sachen dazu. Genau, die Mamba-Tasche. Also ich würde mal sagen, eine geilere Verlosung hat es bisher noch nicht gegeben. Und jetzt kommt noch der Clou dazu. Jedes Los für 1 €. Da geht der Euro hier nicht irgendwie in eine eigene Tasche, sondern an die Depressionshilfe. Genau, die helfen euch oder allgemein bei Depressionen mit suizidalen Gedanken, Burnout-Symptomen, all solchen Sachen. In England ist es ja Mental Health, bei uns ist es die Depressionshilfe, also eine Stiftung. Da ist ein 24-Stunden-Telefon, falls ihr wirklich mal Probleme habt, könnt ihr da jederzeit und Stunde anrufen und euch wird geholfen. Dafür sammeln wir den ein oder anderen Taler. Ich denke mal, spätestens dafür lohnt es sich auch daran teilzunehmen, wenn die hübschen Sachen hier nicht reichen, um ihn davon zu überzeugen. So. Dann haben wir ja natürlich noch ein bisschen was zu tun am 17. Und zwar haben wir Dosenwerfen für die Kiddies, wir haben Hüpfburg für die Kiddies, wir haben Rasenmäher-Wettrennen. Wir werden im Seil hängen, die ganzen Liquimoli hübschen Preise, die es da so gibt. Ein Regenschirm, so ein Oldschool-Schild und ein paar schöne Sachen, eine Uhr. Die kriegt man dann halt so für Dringewerfen im Seil und für irgendwelchen Schabernack, den wir uns dann an dem Tag so einfallen lassen. Genau, und die Sachen sind für die Tombola. Also, seid dabei am 17.12. hier bei Albrecht Gartentechnik. Es wird auf jeden Fall ein sehr geiler Tag, das ist jetzt schon klar. Wir freuen uns auf euch. Bis dann.